Die Normalsten sind die Kränkesten und die Kranken sind die Gesündesten. Aber sehr viele Menschen, das heißt die Normalen, sind so angepasst. Die haben sich so, die haben so alles, was ihr eigen ist, verlassen. Die sind so entfremdet, so Instrumente, so roboterhaft geworden, dass sie gar schon gar keinen Konflikt mehr empfinden. Das heißt, ihr wirkliches Gefühl, ihr Liebe, ihr Hass, das ist schon so verdrängt oder sogar so verkümmert, dass sie das Bild einer chronischen, leichten Schizophrenie bilden.